Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus, und wir haben uns am Ende der letzten Folge eben eine Möwe geschnappt. Da ist die schon. Nun sind noch eben auf dem Weg wieder zurück nach Hause. Wie wir schon da hinten sehen können. Das war die Insel mit dem Schiffswrack, ne? Ja. Das ist die Schiffswrackinsel. Und wir hatten in der letzten Folge auf jeden Fall den Plan gehabt, hierhin umzusiedeln. Wir wollen eben nur die Bauwerke, die wir da hinten haben, fertig machen. Und dann siedeln wir um. Obwohl, da können wir auch noch ein bisschen immer so hin und her bauen. Kann man ja machen. Aber ich will jetzt da oben die Burg haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also wird am meisten Sinn machen. Wenn wir da eine komplette Festung haben. Ah, geil, es regnet wieder. Regen ist mein Freund. Obwohl an sich tut die Idee auch ein bisschen weh, dass da, weil wir das noch nicht ganz fertig haben, wie ich das im Kopf hatte. Noch nicht fertig haben. Aber trotzdem der Gedanke, darüber zu ziehen, ist schon nice. Vor allem, das wäre dann auf jeden Fall eine richtige Burg, die ich dahin baue. Und lass dort eine richtige Stadt machen. Eine Yacht ist eh schon am Hafen. Also lass die Stadt dahin bauen dann. So eine richtige mittelalterliche Stadt oder so. Dann würde ich sagen, aus dem Turm da hinten, da werden wir dann nur noch ein Signalfeuer draus machen, obendrauf, dass wir anzünden, dass es so eine Art Leuchtturm wird. Aber die richtige Stadt werden wir dann da hinten bauen, also da, wo dieser eine Baum war.
So, wir kommen auch endlich nach Hause. Endlich. Nach all den Jahren. Haben wir es endlich wieder geschafft, nach Hause zu kommen. Obwohl der Turm macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ein bisschen krumm und schief aus. Der ist aber auch geil anzusehen, muss man sagen, jetzt schon. Einfach so ein Gestrüpp aus Holz und Stöckern. Einfach irgendwie zusammengeklafft. Vor allem dann bräuchten wir uns das hier mit dem Boot auch nicht mehr antun, wenn wir dann da darüber siedeln. Ja, mir ist kalt. Natürlich. Wie immer. So, gerade dran. Ja, komm. So. Aber das mit dem Steg gefällt mir nicht ganz. Weil es sieht schon echt krumm und schief aus hier. Aber wir gehen mal hinten rum. Haben wir mehr Zeit, uns aufzuwärmen. Ich wollte so und so. Jetzt können wir uns aufwärmen. Und wir haben Hunger. Machen wir jetzt einfach mal. Das ist das, was mich stört. Boah, doof wäre es, wenn wir das hier alles dann wieder abreißen müssten. Sollte es mir drüben so sehr gefallen, dass wir hier. Egal, wir gehen jetzt aber schlafen. Wir waren jetzt lange genug nicht da. So. So. Und gute Nacht. Jo. Boah. Was war denn das mit dem Ruckler? So, Essen haben wir aber nichts auf der. Der war doch schon hier oben, okay. Aber an sich ist trotzdem auch schon geil hier oben. Ah, nice. Wir haben wieder was trinken. Komm, wir behalten das. Wir machen die Basis hier fertig. Und dann siedeln wir um. Weil es ist schon geil hier. Dann wird da hinten an dem Baum, auf der großen Klippe da der Baum, das wird dann halt unsere eine zweite Basis einfach fertig hier. Aber ich habe schon doch Bock, diese Festung zu bauen. Das eignet sich perfekt dort oben, finde ich. Das ist halt dann halt unsere erste Basis. Einfach so provisorisch.
die erst oben anfingen, besser auszusehen als unten. Ist auch einfach nur so ein Riesenkasten, einfach auf einer Insel, wenn man ehrlich ist. Aber da hinten will ich dann was Vernünftiges machen. Kommt da schon die Schildkröten? Ne, sehe die noch nicht. Aber wir sind wieder angeduckt. Meine Schildkröte. Jetzt gibt's Essen. Wir sind so hungrig, wir schmeißen gleich beide drauf. Ich schon sagen, was mit der Schildkröte ist. Die da eingepennt? Die dort vorne direkt gestorben. Boah, das müssen wir uns gleich ansehen. Wenn die jetzt von der Falle zerdrückt wird, dann wäre schon irgendwie lustig. Das müssen wir uns ansehen. Hier Richtung Falle. Komm. Wie sieht sie aus? Trau mich nicht da jetzt drauf zu hauen. Boah, zwei Schildkröten brauchen wir noch. So. Und dann heißt es für uns wieder das alte Spiel mit dem Holzfarmen. Na, wir nehmen die hier. Hier sehen die gut aus. So. Komm, ich will den Baumstamm. So. Komm, den hauen wir noch zu Klump. Und den. So, hier haben wir noch einen. Hier müssten noch irgendwo auch noch ja, ist denn gerade los? Da liegt noch einer rum. Und
Und Penny wieder zurück. Unser Einkaufswagen übrigens. Waren gerade bei Penny einkaufen. Ja, wir werden das Projekt da hinten noch zu Ende fertig machen, bevor wir umziehen. Die Entscheidung steht jetzt fest. Weil ich euch schon auch gerne zeigen will, wie das, was ich mir da vorgestellt hatte, auch aussieht vom Kopf her. Genau, die Stärke muss ich noch entladen. Jetzt gehen wir wieder einkaufen. Im Baumarkt. So, wir reißen die drei hier ab. Und sobald wir da hinten fertig gebaut haben, gebe ich euch ebenfalls noch mein Ehrenwort. Gehen wir wieder auf Höhlenerkundungstouren. Was ich jetzt aber noch nicht sagen kann, ob wir alte oder neue Höhlen erkunden werden, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir auch überhaupt alle Höhlen gefunden haben. Wenn wir schon alle haben, dann kann es sein, dass wir nur noch die alten erkunden werden. Wo wir aber noch nicht weitergekommen sind halt. Und selbst da stellt sich dann die Frage, haben wir da auch... Wie? Bambi. Wir haben wieder Fell. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, selbst bei den alten Höhlen haben wir ja noch nicht alles erkundet. Und weiß ich auch noch nicht, ja, in welcher Höhle genau wir jetzt alles schon gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Deswegen sind ja, glaube ich, alle noch markiert, bis auf eine, glaube ich, wo einfach gar keine anderen Wege mehr gab's. Oder zumindest habe ich da gar keine erkannt. Sollten wir die wiederfinden, gehen wir da direkt nochmal rein und gucken nach, ob wir nicht doch noch vielleicht was übersehen haben. Aber die anderen, die alle markiert sind, hier noch in blau. Die, da weiß ich auf jeden Fall, dass wir da noch nicht fertig sind. Denn wir brauchen da, glaube ich, noch eine Taucherausrüstung und eine Kletteraxt, so wie ich das mitbekommen habe. Taucherausrüstung haben wir schon gefunden. Fehlt dann nur noch die Kletteraxt. Und dann könnten wir, glaube ich, schon die kompletten Inseln, kompletten Höhlen erkunden. Ein bisschen entdecken, was da gibt's. Wir gehen nochmal darüber einkaufen. Ja, hier sind die Schatten. Hier scheinen die näher zu sein, aber wir nehmen nicht den Totenbaum. Den nehmen wir vielleicht später. Wir nehmen die drei hier. Und den hier.
Ein Stock noch? Komm. So, gleich haben wir wieder voll den Wagen. Das Boot meine ich, das Boot. Ich bin jetzt kurz wegen den Vögeln da erschrocken. Nice. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr wie immer in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und...